Hey Leute, was geht und willkommen zu dem Video. Heute ist es alles, heute sind wir mal auf einem anderen Bildschirm, nämlich auf dem von meinem iPad. Denn es geht darum, dass es euch heute mal die App hier unten links vorstellen müsste. Und dass diese App lautet, jetzt habe ich es weit gedings, Nintendo Switch Online. Und das ist die App, mit der man seine Online-Daten und den Voice in Splatoon und so weiter nutzen kann. Es hatte also vor ein paar Monaten, also im Release der Nintendo Switch, sind mal die Parents Control App gezeigt. Ne, das war die App, mit der man die Sachen ist, die Switch Einstellungen einstellen konnte, wie lange das Kind spielen darf und wo man auch seine Statistiken sehen kann. Und das ist eben die neue App, Nintendo Switch Online. Und dies haben wir uns jetzt heute mal an. So. Da haben wir also die schöne App, links und rechts habt ihr was Balken, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und was haben wir hier? Nintendo Switch Online. Bereichere dein Online-Spielerlebnis auf der Nintendo Switch. Aha. Lade deine Freunde über ein Smart-Gerät zum Spielen ein. Ne, also wäre das jetzt hier ein iPhone, könnte ich jetzt es über WhatsApp machen. Aber ich mache es lieber auf dem Tablet, weil ich das lieber zum Zocken verwende als mein iPhone. Aber wir können Leute zum einladen. Das heißt, ich konnte jetzt meinen Freund, meine Freundin, wie auch immer, über WhatsApp Easygoing darüber einladen. Und nutze VoiceChat beim Spielen. Da wäre erstmal ein bisschen vorsichtig. Aber mal sehen. Wir klicken auf Weiter. Bitte melde dich mit deinem Nintendo Network-Account ein. Aha, das müssen wir jetzt nun machen. Und dementsprechend werde ich die Stelle jetzt einfach kurz ein bisschen verpixeln, wie es so schön heißt. Werde ich mir das gesehen anmelden und dazu muss ich gesehen haben, dass meine Anmeldedaten waren, weil ich dich persönlich ein bisschen vergesslich bin. Wartet bitte kurz. www.nintendo.de. Geil, schön, dass ich natürlich nicht angemeldet bin. Ich bin auf dem Handy, bin ich angemeldet, ne? So, wartet ganz kurz, also ich mache jetzt einen Cut und wollte sagen, melde mich wieder, wenn ich drin bin. So, 1000 Jahre später, ich hab's geschafft und bin hier nun drinnen, verwende diesen Account und schon bin ich in der App mit dem Account drin, den ich auf der Nintendo Switch bekommen habe, verwendet habe. So, willkommen. Ah ja, wenn du Push-Mitteilung willst, also mir nachgezogen, ja, die will es und wir klicken auf Starten. So, spielbezogene Services. Da gab's bis jetzt zu Splatoon 2. Vermutlich wird es ja noch viel mehr geben. Aber fangen wir mal oben an. Oben rechts haben wir dieses kleine Zahnrad. Da kann man Einstellungen machen. Da haben wir Nutzerinformationen. Wenn wir draufklicken, passiert gar nichts. Okay. Einstellungen kann man über Push-Mitteilungen machen. Dann gibt es Webseiten, Feedback, Vertrag, Nintendo-Account, Schutzlinien und sowas. Und hier geht es über Nintendo-Account. Pixel. Dann haben wir hier, wie lade ich Freunde zu VoiceChat ein? Wenn wir wieder draufklicken, kommen wir hier zu einer schönen Erklärung, wie man Freunde einlädt. Betritt auf deine interne Switch-Konsole und Splatoon 2 die Lobby und wähle Bär GmbH, dann Online-Lounge. Aha. Erstelle einen Raum. Lade über dein Smartgerät Freunde in den Raum ein. Nun kannst du während des Spielens über dein Smartgerät per VoiceChat kommunizieren. Kommunizieren. Klingt ja ganz einfach, ist jetzt für uns oder für meine Community speziell gesagt interessant, da wir Discord verwenden. Na gut, Einladungsliste kann man sehen, wie man den einladen würde. So, und wie gesagt, bis jetzt gibt es nur Splatoon als Spiel, das für Auswahl. Es wird in Zukunft aber noch mehr geben. Spiele, die online haben. Das heißt, man konnte mir gut vorstellen, Mario Kart 8 werden die nicht mal nachrüsten, aber es kommt noch vielleicht, ja, keine Ahnung. Wenn man Odyssey, man das online spielen kann, also da wird definitiv noch was kommen. Naja, gehen wir mal drauf jetzt hier auf Splatoon. Und was sehen wir da? Splatoon 2. Da lädt etwas. Ah ja, und zwar Splatoon 2. Und da kann man eben alle Informationen über einen sehen. Welchen Rang man hat. Wir haben Stufe 11. Naja, da sehen wir unseren Rang. Punkte. Und das Zeugs kann man eben auch teilen. Und das könnten wir zum Beispiel über unseren auf Nintendo-Account hinterlegten Twitter-Kanal teilen, indem wir jetzt auf Twitter klicken.
dann können wir das posten. Und wenn wir jetzt nun in Twitter reinschauen, sollten wir dann sehen, wie diese Nachricht gepostet worden ist. Also man kann Nachrichten eben auch posten. Also wenn wir auf unseren Account drauf gehen. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Aber davon redet es nicht. Oh, das wurde mal so retweetet. LOL. Und dann haben wir es hier. Meine Informationen, die im Splatnet geteilt worden sind. Ist doch schön, ne? So. Aber back to topic. Back to Nintendo Switch Online. Wie gesagt, da kann man eben all seine Informationen sehen. Hier kann man auch die aktuellen Standard-Arenen sehen. Und Liga-Kampf und so weiter. Das ist auch, denke ich mal, sehr schön. Und ja, so eine, ist quasi ähnlich wie das Splatnet. Das ist nicht eins für View, was man auch im Browser reisen konnte. Hier wird das Ganze eben links eingeteilt. Hier kann man genau sehen, welche Standard-Kampf-Arenen wann dran sind. Das ist doch, denke ich mal, ganz schön gehandhabt. Hier kann man eben seine Informationen sehen. Hier gibt es die Übersicht. Waffen, die wir haben, Ligakämpfe, Splatfeste. Ich glaube, was unser letztes Splatfest war oder so. Genau, ja, ich glaube, da kann man alles Splatfeste sehen, dann war das Eisfelskuchen. Zählt ja nicht dazu als sowas. Hier gibt es dann nochmal Statistiken. Letzte 50 Online-Kämpfe. Das ist ein bisschen schlecht, die Statistik. Muss ich sagen, gewonnen 18 Mal, verloren 32 Mal. Da wird es noch was früher dran ändern. Ja. Na gut. Hier kann man aber auf Splatfest, aber es ist ja fast noch mehr als normales das Ganze gespielt. Interessant. Hab noch ein bisschen zu häufig verloren als gewonnen, aber okay. Okay. Was macht mein Computer, der schon längst hätte runtergefahren sein sollen, gerade vor komische Geräusche da hinten? Naja, ich möchte das Video auch nicht viel mehr in die Länge ziehen. Ich wollte euch einfach nur mal die App zeigen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Die ist nicht besonders. Und mal ganz ehrlich, wenn man sich die Bewertung von der App mal anschaut, die muss ich euch einfach mal zeigen. Die ist so grandios, die Bewertung. Wir sehen. 2 Sterne. 2 Sterne hat diese App. Da ist dementsprechend nicht viel. Und ja, ich kapier's aber irgendwie. Irgendwo vielleicht auch ein bisschen, weil bis jetzt der Umfang ganz ehrlich ist mager und dieser Voice Head soll eine Katastrophe sein. Ich will ihn hier erst gar nicht testen. Denn Leute, ganz ehrlich, Leute, gibt's Discord und vielleicht kommt Discord ja tatsächlich mal auf die Nintendo Switch raus. Getweetet haben die schon mal, dass die das durchaus nicht auslesen, dementsprechend. Wer weiß, vielleicht kresten wir eines Tages mal Discord auf das Switch. Ob Discord auf Switch oder nicht, wir werden trotz dieser Nintendo Switch Online App weiter Discord nutzen, um uns online zu unterhalten. Ich, die glaube ich, denke, ist mal logischere und bessere Entscheidung und ich denke mal, das ist auch nicht schwer, diese akzeptieren, oder? Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat es gefallen. Ich wollte es einfach nur mal zeigen. Es gibt diese App, was kann die? Und euch einfach ein bisschen zu erklären, weshalb ich sie nicht nutze, weil ich muss eben keinen Nutzer hat, weil diese Voice-Set, was die App ausmacht, das funktioniert über Discord, wie wir es machen, tausendmal besser als über die Umwege da. Wenn man das wirklich aktiv nutzen möchte, braucht man noch einen Adapter, muss es an die Switch anschließen und, also viel aufwendiger. Dementsprechend bin ich jetzt so, wie es jetzt ist. Sage ich okay. So ist das dementsprechend, ja. Und macht's gut, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!